Good evening. Guten Abend an alle. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Once again. Noch einmal. It is very, very, for us it's a very joyful time. Für uns ist es eine sehr erfreuliche Zeit. Outside it's cold, inside we can sit in the warm room, then we can say the gospel. Draußen ist es kalt und herbstlich, aber wir sind drinnen und dürfen in der warmen Stube Gottes Wort verkündigen. Mein Thema heute again the quarantine. Ist nochmal Quarantäne. I have been praying and reading the word of the God. Ich habe gebetet und Gottes Wort gelesen. I'm prepared to say the something from the Luke chapter 17 verse 11 until the 19. Und ich würde gerne von Lukas Kapitel 17 verse 11 until the 19. Von 11 bis 19 lesen. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, durchzog er das Grenzgebiet zwischen Samarien und, da fehlt ein Stück, kann ich alles lesen? Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegnete er ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme. Er warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die anderen 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Thank you. There were 10 leprosy. Da waren 10 Aussätzige. 9 were the Jews. 9 davon waren Juden. 1 was a Samaritan. Einer war Samariter. Normally, the Jews and the Samaritans, they are totally different kind of people. Normalerweise sind die Juden und die Samariter komplett unterschiedliche Volksgruppen. How they came together all together, 10 people? Wie haben sich diese 10 Leute dann gefunden? Because their skin sickness. Wegen ihrer Hautkrankheit. Jews are holy people. Die Juden sind heilige Menschen. Samariter are not. Gehören zum heiligen Volk Gottes und die Samariter nicht. In this context, what can we understand? Was verstehen wir aus diesem Zusammenhang? If we have everything, wenn wir alles haben, we make the distance with among the people. Machen wir Distanz mit anderen Menschen. But if there is a sickness, aber wenn Krankheit ins Spiel kommt, if we die, sogar der Tod eine Rolle spielt, in the heaven, und wir in Himmel gehen, we are together. Werden wir alle zusammen sein. It is interesting. Es ist interessant. Jews and the Samaritan, all 10 were leprosy. They have a leprosy sickness. Alle diese 10 Leute, Juden wie Samariter, hatten Lepra.
They are unholy people, unclean people. Und dadurch wurden sie unreine Menschen. Jesus was passing through. Jesus ist da vorbeigegangen. Why did Jesus was passing through the border? Warum ist Jesus da im Grenzgebiet unterwegs? Jesus has been already some day ago there. Er war schon vor ein paar Tagen dort gewesen. It is written. I don't want to give you the passage. I just want to tell you Luke chapter 9, verse 52 until the 53. He has been already there. Wir lesen in Lukas 9, die Verse 52 und 53, dass er vorher schon an diesem Ort gewesen war. Those people didn't welcome him. Und die Leute hatten ihn aber nicht willkommen geheißen. That's why he was a little bit hurt. Und da war er ein bisschen verletzt. He was a little bit sad. Er war auch ein bisschen traurig. That's why he was passing through the border. Darum ist er in der im Grenzgebiet vorbeigegangen. He didn't want to talk with those people, maybe. Vielleicht wollte er auch mit diesen Leuten nicht sprechen. That's why he was having the pain, but still he was passing through. Er hatte Schmerzen im Herzen von dieser ersten Reise und ist da vorbeigegangen, trotzdem. All of the suddenly came the 10 people. Plötzlich kamen 10 Leute auf ihn zu. Meister Rabbi. Sie sagten, Meister Rabbi. Normally it is written Old Testament time, if somebody has this kind of sickness. Wir lesen eigentlich im Alten Testament, wenn jemand diese Krankheit hatte. If somebody, they saw the people. Wenn sie Leute gesehen hatten, andere. They have to say that it is written, Levi 13, verse 45, unholy, 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 they have to, unclean, unclean, they have to say. In Leviticus lesen wir, im Leviticus 13, 45 lesen wir, dass sie eigentlich verpflichtet waren, laut zu rufen, unrein, 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 wenn Menschen kamen. When Jesus came, they didn't say the unclean, unclean. Aber als Jesus kam, haben sie nicht gerufen, unrein, unrein. All of the suddenly they came from their quarantine. Sie kamen plötzlich raus aus ihrer Quarantäne. How long they have been in the quarantine? Wie lange sie in dieser Quarantäne gewesen waren, weiß man nicht. Those people had separate from the society. Sie mussten sich von der Gesellschaft fernhalten. The society people, they didn't want to do anything with them. Und die Leute wollten mit ihnen nichts zu tun haben. They were like cursed people. Sie waren wie verfluchte Menschen. When they saw the Jesus. Aber als sie Jesus sahen. Rabbi and Meister, Master, Meister. Riefen sie laut, Rabbi, Meister, Meister. Heal us. Heile uns. Then Jesus said, go and show the your priest. Und Jesus hat gesagt, geht und zeigt euch den Priester. Then they were on the way. Sie waren sofort dann auf dem Weg zum Priester. Then all of a sudden they were healed. Auf dem Weg plötzlich wurden sie geheilt. Then one man came to worship him. Und ein Mann ist sofort umgedreht und kam und hat Jesus angebetet. Jesus had already passed through many kilometers. Jesus war schon viele Kilometer weitergegangen. Because those 10 people has to go some other area, then Jesus has to go some other area. Denn die 10 Leute mussten in eine andere Richtung gehen zum Priester. Then he saw that his skin is everything is all right. Und er hat gesehen, seine Haut, alles war sauber. Then a Samaritan came to worship Jesus. Und so kam dieser Samariter und betete Jesus an. He was very hurried. Er hat sich beeilt. He was praising and worshiping. Er hat Jesus gepriesen und gelobt. He bowed down on the feet of the Jesus. Hat sich zu seinen Füßen niedergeworfen. And Jesus said, where are the 9 people? Und Jesus hat zu ihm gesagt, und wo sind die anderen 9? He was again hurt. Er wurde nochmal verletzt. Those 9 people were the Jews. Diese 9 Leute waren Juden. His own people. Seine eigenen Leute. How much Jesus they hurt Jesus? So wie viel hatten sie Jesus schon verletzt? From this passage we can see the people Jesus he was hurt. Von diesem Ereignis kann man sehen, wie Jesus verletzt war. He was waiting. They all came together coming to say him the thank you. Er hat eigentlich erwartet, dass alle 10 kommen, um sich bei ihm zu bedanken. Through his reaction, where are nine people? Und durch seine Reaktion, wo sind die anderen 9? Maybe he was walking through with his disciple.
kann man sehen, dass er verletzt war. Vielleicht ist er mit seinen Jüngern gelaufen. His thinking was all 10 people have come to me. Und sein Denken war während dem Laufen, vielleicht die 10 werden kommen zu mir. But it didn't happen. Ist aber nicht so passiert. Jewish people, die Juden, his own people, seine eigenen Leute, again the heart of Jesus, haben ihn auch hier wieder verletzt. How many times you and me? Wie viele Male haben du und ich? We are doing the best and the best. Das Beste und Beste getan. Many times we expect fruit. Und viele Male haben wir Frucht erwartet. Many times we expect the people to come to say the thank you. Und haben vielleicht auch erwartet, dass die Leute kommen und uns Dankeschön sagen. Especially our own relative. Speziell wenn es um unsere eigene Familie geht. We are expecting, we are waiting. Warten wir und erwarten. If Jesus was waiting for the thanks, wenn Jesus gewartet hat auf diesen Dank, you and me, we have right to also the wait. The people will come to say the thank you very much. You have done the good. Haben auch du und ich dieses Recht zu warten, dass Leute kommen und sagen vielen Dank, du hast gut gemacht. And the love always practice. Liebe muss immer praktiziert werden. Love has to show the action. Liebe muss Aktion, muss eine Tat folgen. The Samaritan. Der Samariter. They were different people, generation to generation. Waren von vielen Generationen her anders als die Juden. He was hurting from the generation to generation. Sie wurden in vielen Generationen verletzt. Again, he has a leprosy. He was again hurt. Und jetzt hat dieser Mann Lepra bekommen und war wieder verwundet. But after he received healing. Aber danach, nachdem er die Heilung empfangen hatte, he received also the salvation. Hat er auch die Rettung empfangen. That's why he ran to the Jesus. Darum ist er zu Jesus gerannt. That's why he received Jesus. Und hat ihn angebetet. Because his soul was dry, his soul was hungry and thirsty for the salvation. Denn seine Seele war hungrig, war trocken und hat sich gesehnt nach Errettung. Many times our own people. Viele Male unsere eigenen Leute. They misuse. Missbrauchen uns. But no matter, Jesus healed the 9 people also. Aber egal, Jesus hat auch die anderen 9 geheilt. But their soul was lost. Aber ihre Seele ging verloren. They didn't receive the salvation. Sie haben nicht die Errettung empfangen. Only they received the healing. Sie haben nur die körperliche Heilung empfangen. Jesus is the merciful God. Jesus ist ein barmherziger Gott. But he was hoping they will come to worship me. Aber er hatte hier gehofft, dass sie kommen würden, um ihn anzubeten. Many times you and me. Viele Male du und ich. It happened also in our life. Erleben was eigentlich ist. We have to forgive and forget. Wenn dir das passiert, solltest du vergeben und vergessen. What can we learn this situation? Was können wir lernen aus dieser Situation? Should we carry the pain with us? Sollen wir diesen Schmerz mit uns ziehen, mit uns tragen? Or we should go forward? Oder einfach vorwärts gehen? Or we should take the person who is loving you. Oder sollen wir die Menschen nehmen, die uns lieben? Oder the God said the Samaritan, go again your own way. Das Wort Gottes sagt, der Samariter ist wieder seinen eigenen Weg gegangen. Maybe he has gone to his own people, Samaritan. Vielleicht ist er zurückgekehrt zu seiner samaritischen Familie. History doesn't say anything. Das lesen wir hier nicht in der Geschichte. Maybe he was preaching the gospel for his own fellow. Es kann sein, dass er seinen Leuten dann danach das Evangelium gepredigt hat. See, that Jesus came all of a suddenly. Schau mal, was mir passiert ist. Jesus kam plötzlich. I have been living with the Jewish people in the quarantine. Als ich aussätzig war, habe ich mit den Juden zusammengelebt in der Quarantäne. See, that my own fellow, you didn't want to do anything with me. Schau mal, ihr Samariter, meine eigenen Leute, wolltet von mir nichts mehr wissen. Because I was having the leprosy. Weil ich leprakrank wurde. Now I am free. Jetzt bin ich frei. I am clean now. Und gereinigt. Now unclean, the sickness is already gone. Alles Unreine, diese Krankheit ist weggegangen. I have received also the salvation. Und ich habe Errettung empfangen. Maybe he was preaching to his people.
called Jesus' name. Vielleicht hat seinen Leuten gesagt, ihr müsst auch Jesus' Name anrufen. We don't know the history. Wir kennen den Rest der Geschichte. We can just analyze. Können wir nur analysieren. I just learn from this passage. Und ich lerne von diesem Bibelabschnitt. Even though people doesn't welcome you. Obwohl Menschen dich vielleicht nicht willkommen heißen. We should do the best for the people. Sollen wir trotzdem das Beste für sie tun? They will not forget. Sie werden das nicht vergessen. Those nine Jewish people, they received the healing, but they didn't forget Jesus, what he has done. Diese neun jüdischen Leute haben die Heilung empfangen und die werden auch Jesus nicht vergessen haben, das was getan hatte. Jesus was a little bit sad. Jesus war hier ein bisschen traurig. It is okay, you and me also sometimes we can feel the sad. Es ist okay, wenn auch du und ich uns manchmal traurig fühlen. If we don't see the fruit, still we have to do the continue the best for the people. Auch wenn wir keine Frucht sehen, sollen wir trotzdem weitermachen und das Beste tun für die Menschen. In this situation. In dieser Situation. Quarantine situation. Auch in dieser Quarantänensituation. So what can we do for the people? Was heißt das? Was können wir jetzt tun für die Menschen? If we meet the people, we can preach the talk about the Jesus. Zum Beispiel, wenn wir Menschen treffen, können wir über Jesus sprechen. For ourselves also. Auch für uns selber. We can go on our room and we can glorify the Jesus name. Wir können auch alleine in unseren Raum gehen und Jesu Namen verherrlichen. It is okay in this situation. Das ist gut in dieser Situation. You want to have the good relationship with you. Denn möchte ganz nah sein mit dir, eine nahe Beziehung haben. Because he gave you the salvation. Denn hat dir Rettung gegeben. He healed also the you. Und hat dich auch geheilt. So, this is the what we can learn just now. Das können wir lernen aus dieser Begegnung hier. That Jesus was merciful. Jesus war barmherzig. We have to be the merciful among the people. Und auch wir sollen barmherzig sein unter den Menschen. If sometimes we cannot laugh. Wenn wir manchmal nicht lachen können. Think about Jesus. Denk darüber nach, wie Jesus reagiert. He was passing all through these things. He was carrying all things. Ist durch all diese Dinge auch hindurchgegangen, wie du und ich. So, but we have to give with a joyful heart salvation. Und trotzdem sollen wir mit fröhlichem Herzen diese Errettung weitergeben. If you and me, if we die now. Wenn du und ich jetzt sterben würden, we go to the heaven. Würden wir in den Himmel gehen. No matter what kind of a fellow you are living. Egal unter welchen Menschen du lebst. Have you seen here the passage? Hast du hier gesehen in diesem Abschnitt? Educated person like Jews and rich people or holy people or unclean people in the quarantine is the same place. Hier sind Juden und Samariter, gebildete und ungebildete Menschen in der Quarantäne, alle gemeinsam. If you and me, you and me, if we die now, wenn du und ich jetzt sterben würden, we go to heaven, we have one place. Gehen wir in den Himmel und dort gibt es einen Platz, einen großen Platz. So we don't have to be proud about anything. Deswegen sollen wir uns nichts rühmen. We can preach the gospel with lovely way people. Like Jesus. Sondern einfach das Evangelium ganz auf einfache Art predigen, so wie Jesus das gemacht hat. In the name of Jesus. Ich bete in Jesu Namen. Father, we thank you, we praise you. Vater, wir danken dir und wir preisen dich. You are the merciful God. Denn du bist der barmherzige Gott. Those people they didn't welcome you early time. Diese Leute hatten dich davor nicht willkommen geheißen. But again, that you showed your mercy among the leper people. Und trotzdem hast du deine Barmherzigkeit unter den Leprakranken gezeigt. You are giving the second time for the people. Du hast ihnen hier eine zweite Chance gegeben. Because for you doesn't make a difference, Samaritan or Jews. Und für dich macht es keinen Unterschied, Samariter oder Juden. Everybody are a sinner. Vor dir sind alle Menschen Sünder. We thank you. You are teaching us through this passage. Und wir danken dir, dass du uns durch diese Bibelstelle lehrst. We want to be like a Samaritan. Wir möchten so sein wie dieser Samariter hier. We want to worship you more and more in this time. Wir wollen dich mehr und mehr anbeten, auch in dieser Zeit. We want to give you the keys on your feet. Wir wollen deine Füße küssen. Because you are the living God. Denn du bist der lebendige Gott. You are our Redeemer. Und du bist unser Erlöser. You are our Healer. Du bist unser Heiler.
You are our deliverance. Du bist der, der uns befreit. You are the victory God. Du bist der siegreiche Gott. Help us to glorify you. Hilf uns, dich zu verherrlichen. Help us to love you. Hilf uns, dich zu lieben. Help us to have the joyful life. Hilf uns, uns zu freuen in unserem Leben. In the name of Jesus. Bete ich alles in Jesu Namen. We thank you for this small passage. Und wir danken dir für diese kleine Geschichte hier in der Bibel. Bless everybody. Segne jeden Einzelnen, who is watching this online fellowship. Der dieses, diesen Gottesdienst schaut. In the name of Jesus. In Jesu Namen. Amen. 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 God bless you, everybody. Gott segne euch alle. Shalom.